Lohnt sich es? Oder lohnt sich nicht viele, sondern es lohnt sich. Du Spaß machst dabei das Geld im Monat. Gerade für Leute, wo ich sage, kann jeder machen. Jeder, wo was Gutes tun möchte für die Umwelt, dass nicht so viel Lebensmittel in den Müll landen. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, oh, da ist irgendwas drauf. Schon ein kleiner Kratzer an Obst und Gemüse. Nein, ich möchte es nicht haben. So, da tut sich zweierlei mehr so spalten. Und deswegen werde ich euch jetzt zeigen, was ich heute Morgen schon gerettet habe. Und heute geht es dann noch weiter bei ein, zwei Läden noch. Und da rette ich auch nochmal. Namen nenne ich nicht, wo ich gerettet habe heute. Weil das darf ich nicht und das mache ich auch nicht. Aber Foodsharing kann wirklich jeder. Wir fangen an. Ich tausche schon wieder die Kamera weg. Wir fangen an mit. Ich gebe zu, noch nie im Leben gegessen, weil mir sind sie zu teuer. Weil da ist ja nie was dran. Heute Morgen gerettet. Wachteleier. Und der schöne Wachteleier. Aktionspreis 3,99 für so kleine Wachteleierchen. Wir waren zu zweit. Weil wir machen das immer in Gruppe meistens. Zwei Personen. Und da haben wir schon, insgesamt haben wir fünf gerettet. Zwei habe ich mitgenommen, drei habe ich ihr mitgegeben. Weil ich habe noch nie in dem Wachteleier gegessen. Eins ist sogar kaputt, wie ich gerade sehe. Macht dir nichts. Aber wir haben hier knapp 3, 6, 9, 12. 12 und 12, 24 Wachteleier minus 1, was kaputt ist, wird schon alleine 8 Euro gespart. Wachteleier sind teuer. Ja, und dann habe ich hier ein bisschen Obst. Gurke. Gurke. So, zwei schöne Gurken wieder mal, wo ich auch letztens gekauft habe. Und jetzt habe ich welche heute auch gerettet, zwei Gürkchen. Ich glaube, wir haben noch mehr, ich weiß es nicht. Ich habe insgesamt zwei Tüten. Und halt hier, das kommt jetzt mal auch hier auf der Extra-Seite, halt eine Tüte mit Tomaten. Das ist jetzt, was ich gemeint habe. Hier ein bisschen weich. Aber für was benutze ich die Tomaten, wenn sie weich sind? Logischerweise für eine Tomatensuppe oder für eine Tomatensoße. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn Tomate weich sind, solange sie kein Schimmel drauf ist. Es gibt ja auch verschiedene Schimmel, einmal pelzigen, wenn es pelzig ist, sofort wegschmeißen. Aber sonst kann man die lecker essen. Schöne Tomaten für eine schöne Tomatensuppe. Und jetzt kommt die schwere Tüte. Da haben wir auch noch genug drin. Halt, was wir sehr viel haben, was wir auch gerne weiter verteilen, meistens ist eine Tüte Paprika für 2,99 normalerweise. Was man da so an Geld spart, glaubt manchmal keiner. Komm mal her, muss ich was aufheben, weil mir was abgestürzt ist. Boah, so. Aubergine. Die sehen nicht mehr so schön aus, aber die schmecken immer noch wie die Paprikas. Da fällt alles um. Es wird windig. Oh, ihr merkt, es windig wird. Ich sitze am offenen Fenster. So. Weitere. Das ist jetzt nur eine kleine Menge, was ich habe, weil über die Hälfte habe ich ihr mitgegeben. Weit mehr wie die Hälfte, wie ich mir eingepackt habe. So, nochmal. Weil die werden wir auf jeden Fall verteilen oder auch in die Tomatensauce mit reinmachen. Aber nur eine. Wie Paprika tun wir auch gerne in Tomatensauce mit rein. Dann auch mal so eine kleine, süße, leckere Chili. War auch dabei. Portulac heißt das. Schöner Portulac. Damit kann man einen guten Salat machen. Das wird auch benutzt für einen schönen, guten Salat. Noch einen Portulac. Dann hier schöne Radieschen. Die werden nur noch weggegeben, weil schon die Blätter gelb werden.
Ich esse ja nicht die Blätter mit, ich esse doch das Radieschen. Und die Radieschen sind gut. Also man kann gut leben von Foodsharing, wenn man richtige Stellen hat. Wenn einer halt mehr Fleisch essen tut, gibt es halt weniger Fleisch mal, aber man kann den ganzen Monat mit Gemüse auch mal auskommen. Gerade für die Vegetarier, Veganer ist es optimal. So, Paprika, Paprika. Verschiedene Paprikas. Da habe ich wieder was umgeschmissen. Ist mehr so wie Art Backpaprika, sag ich mal. Grüne Paprika ist auch nicht so mein Fall. Aber warum sollen die in den Müll landen? Man kann immer was mit denen machen. Also ganz Handvoll Paprika, so. Okay, mehr wie Handvoll. Komm her. So. Weil im Moment ist Paprika-Zeit, haben wir festgestellt. Viel Paprika. Und hier, das ist jetzt die Frage, was ist das? Sind das Bohnen oder? Leute, was ist das? Ah, nee. Sind das Bohnen oder? Das sind Bohnen. Ich dachte erst, das wären Erbsen. Ne, das sind Bohnen. Okay, ja, das sind Bohnen. Das muss ich halt jetzt wegmachen, logisch. Aber es kommt auch noch ein Topf rein, weggeschmissen mit hier gar nichts. So, das war jetzt erstmal von heute Morgen. Und heute Mittag haben wir auch noch mal eine Abholung. Heute Abend auch noch mal ein kleines Lädchen. Also, wir sagen mal so, wir haben genug zu tun. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen schwarz. Aber es ist auch kein Problem. Einfach abmachen, aufziehen und die dicke Bohnen rausholen. Oh, das sind aber wirklich dicke Bohnen. Und die Bohnen sind unten drin noch schön frisch. Da gibt es morgen Bohnengemüse. So einfach. Und so sehen dann die Bohnen aus, wenn sie geschält sind da draus. Also ihr seht nur, die Schale ist dunkel. Das ist nicht schlecht. Ich gucke nochmal hier. Schale ist dunkel. Wenn ich weiß, wo die Kamera ist. Hier ist dunkel. Und ich mache auf. Und da holen wir uns die wunderschönen Bohnen raus. Auch aus den dunklen Abteilen. Oh. So. Drei wunderschöne Bohnen. Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Und morgen kommt der nächste Teil. Ich nenne das jetzt so: Was habe ich über das Wochenende Samstag gerettet? Weil diesen Samstag bin ich viel unterwegs. Nächsten Samstag mal nicht so viel. Da habe ich nur zwei, glaube ich, oder nur ein Geschäft. Ne, zwei Geschäfte. Sonst auch mal Samstag mal drei Geschäfte. Aber nächste Woche Samstag ist der 22. Da habe ich nur ein Geschäft, wo ich machen muss. Jo, das war's mit dem Video. Aber dann mache ich halt am Freitag ein Video, weil ich am Freitag hatte. Und am Samstag ein Video. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann. Ciao, ciao.